Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7-Minute Squad. Episode Nummer 111 ist am Start. Ich bin endlich wieder halb fit und kann dementsprechend dieses Video hier heute aufnehmen für euch. Das heißt, jetzt werden wieder regelmäßig Videos kommen und Halleluja, nach einer Woche Ferien, beziehungsweise, okay, es waren erst 3 Tage so wirklich. Aber egal, es werden Livestreams kommen und zwar so ab morgen für euch, ab Montag, denke ich mal. Vielleicht auch schon Sonntagabend, je nachdem, wie es mir da geht, weil da ja sowieso irgendwann WrestleMania ist und ich mir die Zeit vertreiben muss. Also kann auch sein, dass heute Abend schon ein Livestream kommt, aber ihr werdet es ja auf jeden Fall sehen. Wenn euch das gefällt und wenn euch das Video gefällt, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wären richtig, richtig geil. Lasst uns das mal schaffen, das wäre eine richtig nice Geste. Vielleicht freut ihr euch ja auch, yay, Max ist wieder da, Max macht wieder Videos, wäre einfach richtig, richtig cool. Und ja, ich hoffe dementsprechend, dass wir in Zukunft wieder richtig viel Spaß haben werden. Wenn ihr PSN Max so gut haben braucht, schaut bei Randyran vorbei, Link ist in der Videobeschreibung, damit könnt ihr mich unterstützen. Und eine kleine Bitte habe ich noch an euch. Und zwar ist es relativ easy. Ich habe ja jetzt ein paar Sachen gecancelt. Und Von alles Road to Madrid verkürzt. Pack Road to Glory ist noch da. Karrieremodus 96 auf den Livestream verschoben. Habe ich noch irgendwas rausgekickt? Ich weiß gar nicht genau. Squad-Bilder und so weiter und so fort werden immer zwischendurch kommen. Und ich würde gerne von euch wissen, gibt es irgendein Video oder irgend so ein Prinzip, was ihr extrem feiert, was ihr extrem sehen wollt? So. Keine Ahnung, irgendwie FIFA-Challenges oder sonst was. Das würde mich mal wirklich interessieren, weil ich brauche halt auch irgendwas, was ich vorproduzieren kann für die Zeit, in der ich Abi schreibe. Das ist zwar noch fast einen Monat hin, ja, aber trotzdem wäre das ganz nice. Des Weiteren werden da Videos kommen mit Leuten wie beispielsweise Visca Barca, wenn alles ideal läuft. Zumindest ist das eigentlich abgeklärt. Mit Marcel, die sind ja dann wieder da aus Los Angeles. Badeschlappen habe ich, glaube ich, auch schon gefragt. Dann den, wen habe ich noch gefragt? Irgendwen habe ich noch gefragt. Auf jeden Fall werden noch einige Videos kommen, ja, was hier irgendwie Duelle angeht. TBM habe ich noch gefragt, beispielsweise auch. Also mit dem werden Videos kommen und ja, ich hoffe, ihr freut euch darauf. Tobi natürlich auch. Das wird halt in der Zeit so ein bisschen vertrieben werden. Gut, wir suchen mal die beiden Spieler und ich muss was dazu sagen. Was heißt, wir suchen die beiden Spieler? Wir suchen einen Spieler. Das hat bestimmt einen Grund. Wir nehmen den ersten, der überhaupt erscheinen wird. Es wird Rakitic. Okay, alles klar. Habe ich, glaube ich, sogar im Verein. Muss ich mal eben nachgucken. Der andere Spieler, ich will nämlich momentan keine Spieler kaufen, weil es verkauft sich immer noch wirklich nichts. Wir spielen übrigens heute im 3-4-2-1. Nachdem wir letzte Episode das 3-4-1-2 hatten, habe ich Rakitic im Verein. Sieht nach aktuellem Erkenntnisstand nicht so aus. Als DM. Habe ich den Inform noch? Dann nehmen wir einfach den Inform, würde ich sagen. Second Inform. Ja, passt doch. Stürmer ist nämlich... Ah doch. Stürmer ist nämlich mein gezogener Inform Benteke. Würde ich ganz gerne mal ausprobieren und warum nicht im 7-Minute-Squad? Habe ich mir so gedacht. Jetzt habe ich gerade irgendwie vergessen, was ich sagen wollte. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Wir starten einfach direkt mal mit dem Timer, beziehungsweise mit den 7 Minuten, um hier irgendwie ein Team zu erstellen. Das wird auf jeden Fall relativ interessant werden, weil wir ja nicht mit Vermaelen verlinken können, weil wir haben einen aus der BVA von Barca sogar und einen Belgier, aber wir können nicht mit einem Innenverteidiger, Stürmer und Zentralmittelfeldspieler verlinken. Gut, wir legen los in 3, 2, 1 und Start. Alles klar, kann losgehen. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir mal ordentlich rein. Muss man die Links erstmal merken. Ist in der Formation zum Glück nicht so schwer. Aber trotzdem muss man ja irgendwas auf der Kette kriegen. So, rechter Stürmer wird Mirallas werden. Auf den habe ich richtig Bock. Den findet man nur leider nicht, weil wir kennen ja alle das momentane Problem mit Ultimate Team. Mirallas, da ist er. So, 5000 Münzen kostet er natürlich nicht, aber knapp 2000, das geht auf jeden Fall. Haben wir auf jeden Fall Benteke schon mal versorgt. Zentraler Mittelfeldspieler ist jetzt das nächste, was wir brauchen. Ich habe eine Idee. Wir nehmen aus der Premier League, wir nehmen eine Legende, mehr oder weniger. Wir nehmen Stevie G. Steven Gerrard, genau. Der wird unser zentraler Mittelfeldspieler werden. Und dann nehmen wir als Innenverteidiger den vollkommen zurecht geupgradet wordenen Dejan Lovren, den wir hier haben. Dann haben wir nämlich den Link zu Rakitic. Dann können wir auf den linken Flügel Neymar packen. Obwohl, Neymar hatten wir letztens schon, ne? Ich habe den aber sogar noch. Hier, guck mal, das hat sich alles nicht verkauft. Hier, ein Rondon, ein Salaman auf dem Match aus dem Squad-Bild. Hat sich alles nicht verkauft. Es will nicht weg. Wenn man Neymar benutzt, ist eigentlich langweilig, ne? Wie wir den letztens schon hatten. Obwohl, da hat er sich überhaupt nicht gezeigt. Deswegen nehmen wir ihn mal wieder. Zack. So. Neymar. So, dann hat der jetzt schon mal, dann brauchen wir noch einen linken Mittelfeldspieler aus der gleichen Liga. Aus der BVA dementsprechend. Griezmann wäre dann eine Möglichkeit, wir nehmen Turan.
Innenverteidiger nehmen wir Ömer Toprak. Ob das jetzt funktioniert, weiß ich noch nicht so wirklich. Müssen wir gleich schauen. Leno als Torwart. Funktioniert nicht. Doch, funktioniert. Noch funktioniert es zumindest. Leno als Torwart. Ist aber nicht so kreativ. Na, ignorieren wir mal gepflegt. Emre Can, Innenverteidiger-Variante. Ich finde natürlich, ausgerechnet, weißt du, der erste Spieler, die Wahrscheinlichkeit ist so gering und ich finde als erstes den Silberspieler. Na, egal. So. Haben wir nur drei Ligen, ne? Wir können nicht mehr No Links Wasted machen, weil... Klappt nicht mehr. Weil da müssten wir hier jetzt einfach... Wir können jetzt hier einfach einen Spieler ohne Chemie hinstellen, aber der hätte keinen No Links Wasted. Entweder wir bauen das noch jetzt noch extrem um. Was aber Schwachsinn ist, wir nehmen einfach einen Rechtmittelfeldspieler, irgendeiner aus der Premier League. Und dann haben wir das geklärt. Oh, was Interessantes aber auf jeden Fall, weil das soll ja interessant sein. Lamela hat nämlich jetzt Forster-Skills, finde ich geil, nehmen wir. Gut, alles klar, dann sind wir fertig. Wie viele Nationen und Ligen haben wir? Das ging ja jetzt eigentlich mal wieder extrem schnell. Die Krankheit hat mich nicht von meinen Skills weggebracht. Schauen wir nach. Wir haben 1, 2, 3, 4, nee, Quatsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nationen und 3 Ligen. Das ist noch in Ordnung. Dann kommen wir auf 10 in der Summe und von daher bin ich zufrieden. Gut, dann würde ich sagen, baue ich das mal eben und wir sehen uns gleich wieder. Ganz ehrlich, ne, habe ich mich gerade eben wieder aufs Bett geworfen, so, weil ich warten musste, dass Lovren abläuft. Auf einmal fängt dieser Controller an zu vibrieren, ne, weil die letzten 5 Sekunden angefangen haben. Ich bin fast wieder aufgewacht deswegen, ne? Nein, Spaß. Alter, bin ich so erschrocken, das geht überhaupt nicht. So, Team ist vervollständigt, wir haben wie gesagt 7 Nationen, 3 Ligen. Hätte ich hier nicht den, doch schon. Hätte ich hier nicht den Mantikel gehabt, hätte ich hier mit Gerard was richtig Schönes basteln können, dann hätte ich nämlich einfach hierhin irgendeinen Engländer stellen können, der hier zu einem Stronglink hat. Und dann irgendwie hier noch einen Stronglink. Wäre ja auch nicht noch nichts Wasted gewesen, einfach nur eine Liga mehr gehabt. Aber gut, findet man einen Engländer irgendwo auf der Welt, ne? Der halt nicht in England spielt, beziehungsweise nicht in der Liga niedriger. Ist relativ schwierig. Gut, wie auch immer, wir starten einfach mal rein ins nächste Spiel, ins erste Spiel, ins letzte Spiel dieser Episode, wie auch immer. Und suchen wir eben einen Gegner, bis gleich. Der Typ hat ein springendes Eichhörnchen auf seinem Trikot, das ist mehr als geil. Spin heißt das Team, das ist echt nice an sich. Warum er zweimal BBVA hat, weiß ich nicht, aber okay. Er hat Wähler, dann ist das, glaube ich, irgendwas mit E, meine ich. Ist ein relativ schwieriger Name, glaube ich, bei dem Sechser. Und Carvajal sogar, das wäre sogar No Links Wasted mit Lacazette und Fekir. Aber dann Kompany, Mangala und Hart macht es nicht No Links Wasted und die Barca-Seite links auch nicht. Aber gut, an sich ein interessantes Team, mal was anderes und mal sehen, wie der so spielen wird. Oh, der schöne Ball auf Lamela, der ist leider nicht so schnell, aber schnell genug. Ei, er macht den Trick nicht, egal, er kommt durch, macht das 1-0. Er hat den Roulette-Spin nicht gemacht, das ist eigentlich fast schon wieder ein bisschen böse gewesen. Was machst du denn, mein Junge? Aber okay, von mir aus, so geht er nämlich auch rein, 1-0, das gefällt uns, das gefällt euch hoffentlich, mir gefällt es auf jeden Fall. Hier, da war es, wie langsam er geworden ist. Ich weiß auch nicht, warum er da vorbeigekommen ist, aber gut, 1-0. Damit habe ich jetzt nicht so schnell gerechnet. Das war wieder mal ziemlich beschissen. Das war mal wieder typisch FIFA. Aber gut, das ist jetzt nicht so wild. Carlos Vela, dass er kein schlechter Spieler ist. Grüße an den Hansus. Spaß. Haben wir natürlich direkt gewusst, als wir das Team gesehen haben. Aber das war trotzdem jetzt wieder... Gut. In einem guten Spiel passiert sowas nicht. Aber wir spielen hier ja FIFA und nicht PES. Hole ich mir übrigens auch vielleicht demnächst. Also, nach dem Abi. Jetzt vor dem Abi ist es ein bisschen riskant, weil ich habe zwar jetzt schon ein Semester fertig gelernt. Ich war krank, konnte ihn nicht lernen. Aber, nicht, dass ich da irgendwie Zeit, ne, und so noch verschwende. Aber, wenn ich es habe, wird es auch in Livestreams kommen und eventuell auch auf YouTube. Oh, jetzt kommt Neymar, nicht im Abseits. Oh nein, oh doch, okay, 1-2 für uns. Dass er den reingemacht hat, hätte ich nicht gedacht in der Situation. Das war auch wieder so eine relativ
naja, FIFA-Bullshit-Situation. Ich meine, mit dem Pass und so, dass er da durchkommt ohne Abseits war okay, aber das Ding jetzt hier wieder. Der gegrätschte Schuss mit einer Schusskraft, die ihresgleichen sucht, finde ich ja immer nicht so cool, aber gut. Pedro. Ich will eigentlich normalerweise immer kommentieren, wenn irgendwie gefährliche Szenen sind, aber bei dem entstehen die so komplett, ohne irgendwie, dass man es erwartet. Da hatte ich den sicher. Ich war mit 5 Leuten um ihn rum, dann kommt plötzlich der Antritt, niemand ist da und es steht 2-2. Das war wieder sehr schlecht gemacht von mir. So, Konterchance über Neymar. Ist bis jetzt gut in diesem Team, besser als letztes Mal. Spielt ja auch Stürmer und nicht Mittelfeld. Jetzt ist allerdings ein bisschen langsam gewesen gerade, beziehungsweise war ein bisschen blöd, da einfach in den Gegner reinzulaufen. Der verteidigt aber auch echt nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen, der stellt sich echt nicht blöd an hinten. Da habe ich zweimal richtig dümmer ausgesehen bei seinen beiden Gegentoren. Naja. Boah, das war schön gemacht von Neymar. So, jetzt vorbeikommen Mangala irgendwie. Das wird sehr schwierig, aber jetzt schön mit dem Rabona. Fake der Schuss gegen den Pfosten. Ball kommt zu Benteke, kein Elfmeter. Okay. Schön gespielt, Neymar! Wunderbar, das 3-2 gemacht. Stevie G mit dem Ball in den... Entschuldigung, das musste sein Rückraum. Und dann ist da... Wer war denn? Das ist die 7 Lameda, glaube ich, ne? Und der legt ihn ab auf Neymar. Der macht seine zweite Bude. Sehr, sehr gut. Ja, mal ein schöner Ball nach außen auf Lamela. So, diesmal nicht in der Tornähe, aber immerhin mit dem Flick jetzt und der Schuss. Das war jetzt nicht so geil, aber es ist Halbzeit. Ja, Ballbesitz haben wir mehr, Schüsse haben wir weniger. Er ist auch wirklich gut in der Offensive, aber die meisten Bälle kommen mal so aufs Tor, entweder ungefährlich oder halt so sehr überraschend wie die gerade. Kann auf jeden Fall noch souveräner gehen, aber läuft. Kevin Miralas ist schnell genug an sich, macht er gut. Und es steht 4-2. Der Rückenjubel, der wohl mit coolste, finde ich zumindest, dieses Jahr. Sie einfach auf den Rücken werfen, mal so einfach die Seele baumeln lassen quasi. Der läuft auf jeden Fall. Sehr, sehr schönes Ding mal wieder hier von Miralas. Hat er das Pace mal ausgespielt. War eng, aber gut. Okay. Übrigens, vielleicht ist euch aufgefallen, ich habe mein Intro nicht benutzt heute. Für alle, die jetzt noch dabei sind und die das interessiert, mal kurze Info. Ich werde das nur noch zu speziellen Anlässen benutzen. Die Videos werden in Zukunft ein bisschen anders gestaltet sein, wenn alles glatt läuft. Ich werde es ein bisschen knackiger machen und so. Und deswegen die kleine Info mal am Rande. Ich kann keinen Spieler wechseln. Ich kann keinen Spieler wechseln. Es ist abseits, ich kann trotzdem keinen Spieler wechseln. Was soll der Scheiß? Och, egal, ich führe 4-2. Aber trotzdem, das ist nervig. Nö. Da kommt auf Pedro, flache Flanke. Schöner Ball nach außen auf Vela, hat er gut gemacht. Damit Pedro, schöne Ballrolle, Schuss mit rechts, geht vorbei. Warum er damit rechts geschossen hat, weiß ich nicht. Ist ja Linksfuß, der gute Carlos. Und da kommt wieder der alte Fail, dass du bei der Dreierkette nicht nach rechts spielen kannst. Weil das buggt irgendwie. Warum das so ist, weiß ich nicht. Jetzt vielleicht den Ball auf Arda Turan spielen, der war bisher extrem unauffällig, bleibt es leider auch. Der ist bisher wirklich der wohl Schwächste auf dem Platz. Die Statistik für die Ballermänner, die Schussstatistik. Die Ecke kommt richtig gut. Die haben sich nicht gegenseitig angeschlossen. Noch eine Ecke, das ist die dritte hintereinander jetzt übrigens. Carvajal bringt die wieder, aber diesmal stehen sie nicht so gut. Hoffentlich. Ja, er macht das schlau, er steuert den Mann nämlich. Ah, kommt aber diesmal nicht so geil. Ah, wieder nach hinten. Und dieser, es war übrigens nicht schwer auszusprechen, es war Bergara und das gibt einen Freistoß aus einer sehr, sehr interessanten Position. Und den könnte auch Bergara schießen. Ich will einen auf die Linie stellen. Ob das wirklich was hilft, weiß ich nicht. Danke. Okay, das wird also nix. Und er geht rum. 37, 36. Weißt du, da bist du gerade am Synchronisieren, wolltest eine neue Datei machen und dann quittet der einfach.
Oh Mann, was soll denn sowas? Egal, damit haben wir das Spiel gewonnen und damit haben wir auch unsere neue Regel, die ich eingeführt habe, von der ihr noch gar nichts wisst, weil ich es noch nicht erwähnt habe, umgesetzt. 5 Schüsse, 4 Tore, läuft. 2 aufs Tor, das macht natürlich durchaus Sinn. Naja, nur wenn wir gewinnen, dürfen wir zur nächsten Formation vorwärts gehen. Das könnte mein Tod sein, ab gewissen Zeitpunkten. Hier, 1-4-1. Oder war das 4? Doch, 4-1-4-1, das ist ja überhaupt nicht meine Formation, aber egal. Gut, das war's mit dieser Episode. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.